Pro Tag fahren rund 120'000 Autos über den Nordring. Stau ist hier also vorprogrammiert. Damit in Zukunft keine Blechlawine mehr entsteht, wird die Nordumfahrung ausgebaut. Unter anderem entsteht hier eine dritte Gubriströhre. Weiter wird der ganze Abschnitt zwischen dem Limmataler Kreuz und der Verzweigung Zürich-Nord auf je 3 Spuren ausgebaut. Ein Riesenprojekt, das eine grosse Bedeutung für die Schweiz und nicht auch zuletzt für den Kanton Zürich hat. Es ist sicher ein sehr wichtiges Projekt, weil natürlich haben wir hier einen der meist belasteten Streckenabschnitte. Es strahlt aus dann natürlich auf das ganze Verkehrsnetz, wenn wir hier einen neuralgischen Punkt lösen können. Und darum freuen wir uns sehr, dass wir heute Bauarbeiten starten können. Es ist ganz ein wichtiger Tag für den Kanton Zürich, ist ein Freudentag. Ein Nadelöhr, ein unsägliches Nadelöhr, das viele Nerven und auch viel Geld kostet, kann endlich angepackt werden zum Beseitigen. Viele Dörfer haben heute Ausweichsverkehr, der halt einfach durch den Stau bedingt ist. Die können jetzt eine Perspektive haben, dass das einmal vorbei ist. Vorbei mit dem Stau soll es dann im Jahr 2025 sein. Das Projekt Ausbau der Nordumfahrung kostet fast 1,6 Milliarden Franken. Ja, natürlich ist das eine Nationalstrasse, das heisst, der Bund zahlt die Kosten. Wir haben einen kleinen Anteil vom Kanton und von der Stadt Zürich, wo es um die Überdachung Katzensee geht. Das sind dann eben auch ja regionale Anliegen, die wir hier noch erfüllen. Lärmschutz, der nicht unbedingt nötig wäre, auch Kulturlandschutz aus Sicht vom Bund. Aber es macht Sinn, und wenn wir schon jetzt die ganze Region besser ausgestalten, haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit gefunden und lösen das jetzt gemeinsam, dass es für alle stimmt. Mit der Überdeckung Katzensee wird die Autobahn auf einer Länge von 580 Metern überdeckt. So kann dort ein neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen entstehen. Die Überdeckung soll aber auch den Lärmschutz verbessern.